Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für Nintendo 3DS. Präsentiert von mir, dem Dura. Im letzten Mal haben wir so ein Hick und Her und Hasse nicht gesehen gemacht, haben uns auch den Weg gemacht hier zur zweiten Prüfung und die wollen wir jetzt natürlich absolvieren. Welcome. Ja, das haben wir alles schon gehört. Wir müssen uns natürlich wieder gegen den Fürst der Dragovianer durchsetzen. Als erstes. Ist ja meistens so. So, zukünftig werde ich jetzt auch dafür sorgen, dass das Tempo hoch ist. Das ist bei diesen Kämpfen, was sollen wir das sonst anderweitig machen? Das hat überhaupt keinen Sinn. Mega Stärkung. Und du schlägst schon das Fokus Tambourin. Haben wir es ein bisschen einfacher, was das Zeitliche angeht, sind wir nicht so sehr gut, dass er schon mal angreift. Dadurch ist er wenigstens in die Situation gekommen anzugreifen. Das Siegel ist jetzt egal. Hat noch immer so lange, dass der dünne Luftangriff. Ein bisschen Arsch, weißt du das? Axt der Angst. Ich würde sagen, Multiheilung. Und du machst nochmal Fokus Tambourin. Bam, 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 bam. Hat er nicht auch die Eiswelle drauf? Der kann auch Eiswelle, oder? Oh Gott. Passiert auch nicht. Hau jetzt drauf. Ja. Machst du jetzt einfach mal das Fokus Tambourin? Du haust einen Multischuss drauf und du. Zwillingsdrache. Einfach möglichst viel schnell Schaden machen. Schnell viel Schaden machen, so ist richtig. So dass wir den Typen einfach umkloppen, weil der wirklich nur am Nerven ist. So, das Metzelbeil, Multischuss und Billigsdrache. Na komm, hau ihn jetzt. Danke. So, die Vorhut ist besiegt. Mal gucken, ob er jetzt zum Smaragddrachen wird oder nicht. Bin gespannt. Einfach mal so fett in einen anderen Drachen verwandeln. Ich kann's ja. Ah, tatsächlich. Das war, also die Reihenfolge scheint die gleiche zu sein. So, der Smaragddrache ist ein bisschen fies. Der ist nämlich der Status-Effekt-Drache. Der kann vergiften, einschläfern, paralysieren und so einen fiesen Kampfschrei raushauen. Der kann aber keine Eiswelle. So, das heißt, wir werden als erstes mal ein Team rufen. Der hat eine relativ niedrige Verteidigung. Das heißt, wir müssen dem ordentlich Damage drücken. Boah. Okay, der ist schon richtig krass. Abschirmung ist nice. Oh, da haben wir einen süßen Rodem. Eingepennt. Das Gegrill. Okay, das ist einfach Damage, den die fressen. Den fressen die. Den fressen die Herde. Das kann passieren. So, das ist ein normaler Angriff gewesen. Dann kann der aber auch kritten. Ne? Okay. So, wegschicken. Skeletoid geht zu schnell runter. Dann rufen wir die Massakermaschinen nochmal ins Spiel. Yeah, das Trubeltrio. Der muss einfach schnell weg, dieser Smaragddrache. Die Angriffe sind gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich sein Gebrüll und die Statuseffekte, die er verursacht. Boah. Oh, hey, ich glaube, das ist für Cybot jetzt gefährlich. Eieiei. Okay, das ist nicht schlimm. So, wegschicken. Ja, jetzt sind wir dran. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Konzentration. Fokus Tambourin. Zauber. Ja, mach mal eine Mega-Stärkung, obwohl das nur bei seinem normalen Angriff hilft. So, zweimal Fokus Tambourin und dann draufhauen. So. Zum normalen Angriff haben wir jetzt abgeschwächt. Den Crit und den Schrei kannst du nicht abschwächen. Ist leider so. Okay. Interessant. Da
Also schon mal auf 50. Ja, sofort eine Drachenseele raushauen, wa? Gelehrtenstein benutzen. Zauber, Multiheilung und Fokus Tandori. Da, da. Oh, ist ja nice. Ach, schade. Die beiden haben auch schon 50. Wow, 2-4. Sehr, sehr schön. Ja, der Gelehrtenstein macht halt ein bisschen immer dazu. Das ist ganz nett. Das ist ein normaler. Ich glaube, ein Crit würde den. Boah, ein Crit macht fast 500. Ach du Scheiße. Stoßwirbel. Fokus Tambourin. Obwohl, warte mal. Du machst Mega Heilung. Du machst Fokus Tambourin. Obwohl, nee, du greifst ab. Metzelbeil. Du kannst mal Multischuss machen und du machst mal Zwillingsdrache. Boah, jetzt drei alte Schwede. Na komm. Und hau ihn weg. 666, okay. Aua. Aua, Mann, das tut auch weh. Oh, zu hauen hier. Alter, 1500. Kriegt der aufs Fressbrett, ey. Ist das cool. Also mit zwei Fokus-Tambourinen fährst du auf jeden Fall immer gut. Vollheilung Duran, Gepäck, Fokus-Tambourin. Da. Nicht gut. Okay, alle ausgerichtet. Super. Da. Yes! Damit ist der Smaragddrache auch erledigt. Super. 14.000 Erfahrungspunkte und ein Talentsamen. Nice. Well done. You fought with the valor I would. You deserve a reward. Ja, das kennen wir ja alle. Ich darf mir eine Belohnung aussuchen. Gib mir mal das Schild. Very well. Ja, dann hat Durak wenigstens gute Verteidigung. Juhu! Ein Schild. You shall if you would. Ja, ich weiß. When you do. Ja. Very well. Okay, dann ist der nächste Drache also der Silberdrache. Ich habe das ja hier liegen, ich sehe das ja. Hm. Okay, das Arschloch kann Eiswelle. Das macht das Ganze wiederum schwieriger. Alte Saftnase da. Okay, erstmal Gepäck. Beutel, Dragovianer-Schild. Ein leckerer Schild, der für den Bestand Dragovianer-Prüfung verliehen wurde. Transfer, Duran, oh, nice. Feldmütze weg und ausrüsten. So. Dann safen wir einmal. Und dann kriegen wir vielleicht sogar, den nächsten, den anderen Drachen sogar, den Silberdrachen auch noch hin. Also den Kampf. Ob wir ihn besiegen können, sei mal dahingestellt. Ich denke mal schon. Also ich denke, mit etwas, naja, nicht sogar mit etwas Glück, vielleicht, also wenn alles gut läuft, müssten wir eigentlich in der Lage sein, alle Drachen bis vielleicht den letzten, den Himmelsdrachen, runterzukloppen. Weil der Himmelsdrache halt schon ein richtiges Arschloch ist. So, kann ich jetzt hier bei Shenmue mal pennen? Weil das wird ja immer gesagt und bisher durften wir ja noch nicht. Hier ist Saft. Die mit den Saftnasen hier. Oh, ihr will pennen jetzt. Meine Damen und Herren, Meister, nämlich Diener, dass ihr mit Rassen etwas bekommen seid, könnt ihr gerne übernachten. Ja, los. Geht doch. Ohne dass die Olle mit dir das Pferdemaul wieder dazwischen funkt. Gut. Also, ich habe jetzt gerade in dem Fight gemerkt, Yengis übernimmt einen unglaublich wichtigen Part, ne? Der kann einmal heilen, einmal sorgt er dafür, dass die Verteidigung gesenkt wird und er sorgt mit dem Fokus Tambourin für weitere Konzentrationspunkte. Ist nicht schlecht. Ja, ich werde das jetzt nicht rausschneiden, wir gehen da jetzt einfach hin, wenn ich dann da bin und
der Fight beginnt, dann müsste das ungefähr in eine Partlänge passen. Also ich werde den nächsten Drachenfight auf jeden Fall jetzt mit reinnehmen hier, bei erhöhtem Tempo ist das eigentlich ist das gut möglich. Und die Kämpfe werde ich auch auf diesem Tempo-Level stattfinden lassen. Das ist sonst... Ja... Ich meine, das ist ja immer der gleiche Drache, der sieht nur halt anders aus. Ne? Farbgebung ist so ein bisschen anders. Ich weiß allerdings nicht, wie ich es machen werde beim Drachenherrscher, beim letzten. Ob ich den dann mache oder ob ich sage, ich muss so oder so offscreen übelst hoch... Also ich glaube ich wirklich, also wenn ich den Geysir in Memories gesehen habe, muss ich, glaube ich, aufs Maximum hier pushen. Und die beste Ausrüstung zusammenfarmen, sonst funktioniert das gar nicht. Ich glaube wirklich, dass es so ist. Gefällt mir nicht so ganz, muss ich zugestehen. Aber es ist halt dann auch nichts anderes mehr möglich. Kleinen Moment. Kraftschild, was war das denn nochmal? Ah, okay. Ein Kapernitsch-Turm für Göttinnenstück. Bei dem muss ich echt nochmal gucken. Ist eigentlich nochmal Rüstungs. Naja, gut. Ja, die müssen so oder so trainiert werden. Ich muss auch gucken, ob Jessica dann im Team noch die richtige ist, weil sie hat zwar nette Zauber, aber die brauchst du bei den Drachen gar nicht. Und vielleicht ist Mori oder Elster besser geeignet. Für die Fights, die noch kommen werden. Aber das gilt es erst später herauszufinden. Die werden sowieso... Also ich denke mal, wir werden die Drachen noch machen. Und danach wäre ein Training aufs Maximum vonnöten. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. So mache ich das denn gleich. Ich kann beim Fürsten ja meine Teammember rufen. Die werden ihn aber nicht kaputt hauen können. Weil die können ihn halt ziemlich abschwächen, sodass ich dann viel schneller mit dem fertig bin und mit mehr Energie und MP da reingehe. Ja, machen wir. Los geht's! Der nächste Kampf steht uns bevor. Wir müssen fighten. Er spawnt einfach dahin. Hallo, Fürst der Dragovianer. Ich will mich beweisen. Ja, ich weiß. Sabbel nicht so viel. Halt die Klappe. Geht doch. So und nicht anders. Schnell zur Sache kommen. Okay, der Fürst der Dragovianer. Team rufen, die Eiskalten. Oder hat er die Fähigkeit, die wegzuschicken? Konnte der das? Soll gleich mal eben drauf achten. Außer dass er das konnte. Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, kann er also nicht. Nee, ich war... Gedanke, ich weiß, dass irgendein Gegner hier im Originalspiel konnte die Monster verschwinden, das Monsterteam wieder wegschicken. Ich bin nicht mehr sicher, welches das war. Aber gut. Als ob du meinen Greifer so vernichten könntest. Autsch. Frech. Massakermaschinen. Ja, sind wir schon. Sehr nice. So, okay. Das hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte, bei 20 Konzentration. Hallo, wer soll den Stromkiller-Angriff machen? Dann ist der weg. Oh. Gar nicht cool. Ach, hör doch mal auf. Oh, jetzt könnte es gleich scheppern. Alles klar, das geht sogar noch. Kriegen die das hin? Die kriegen es leider nicht hin, den komplett zu vernichten. Schade. Oh, das war jetzt ganz knapp. Das hätte mich gefreut, wenn die das hingekriegt hätten. Stoßwirbel.
Helmspalter, Multischuss und einmal Fokus-Tamburin. Okay, es fehlte nicht viel. Dann hätten meine Monster den kaputtgeschlagen. Das finde ich gut. So, da muss ich mich nämlich nicht um ihn kümmern. Willkommen, Silberdrache. Hat er eigentlich eine hohe Verteidigung? Warte mal eben. Wir sind ja neugierig. Moment, ich muss eben das Licht anmachen, sonst tue ich mir meine Augen kaputt machen. Ja, der hat eine scheiß hohe Verteidigung. Eiswelle kann er machen. Abschirmung wäre wichtig. Okay, der hat eine Resistenz gegen den Helmspalter. Oh, das könnte schwierig werden. Okay, Konzentration, Helmspalter, Mega-Stärkung und auf jeden Fall Abschirmung. Ist klar, greift die alte Sau direkt an. Okay, das ist super. Was soll das denn? Naja, okay. Wo ist denn der? Der ist auch schnell, das gefällt mir gar nicht. Gut. Oh, 104 direkt. Nice. Konzentration. Helmspalter. Vollheilung Jessica. Und Jessica schlägt das Fokus-Tambourin. So, in der Hoffnung, dass er jetzt keine Eiswelle macht und ich gleich. Sehr schön. Und ich gleich angreifen kann. Ha! Mist! Okay, schade. Zauber, nein. Doch, Zauber Vollheilung Jengis. Jengis Helmspalte. Megastärkung und Abschirmung. Oh nee! Warum ist er denn jetzt so schnell? Fuck you. Shit. Ach, warum heilst du dich denn nicht? Oh, das Game ist so. Manchmal ist die KI ja echt dämlich gesetzt. Okay. Fähigkeiten, mach mal bitte eine Drachenseele, ich will wissen, wie viel Schaden das macht. Zauber, Wiedergeburt und du machst Energieschub auf Duran. So, damit wenigstens er angreifen kann. Okay, 500 macht das knapp. Das ist nicht gut. Die Eiswelle ist schon ziemlich nervig. Dass er die so oft spammt auch. Stoßwirbel. Helmspalte. Multiheilung. Abschirmung. Abschirmung. Sehr schön. Immer so ein bisschen Schaden machen, ist schon in Ordnung, Heil, ist in Ordnung, du Arsch. Gut, Helmspalter hat funktioniert. Oh mein Gott, Zauber Mega-Heilung, Helmspalter, Zauber Wiedergeburt auf Angelo. Oh mein Gott, ey. Bin ja froh, dass drei meiner Charaktere Wiedergeburt können. Mit einem Crit haut der ganz total furchtbar. Denn 30 zurückkommen. Blitzgewitter. Du schlägst mal das Fokus-Tambourin. Du machst eine Multiheilung und du zauberst eine Abschirmung. Ja. So. Ist für Angelo reicht das jetzt nicht aus. Wenn er jetzt angegriffen wird, dann ist er auf jeden Fall down. Okay. Das ist noch in Ordnung. Oh, okay, eingepennt. Wir haben noch den Energieschub und eine Drachenseele. Helmspalter. Und Multiheilung. Wir müssen einfach auf jeden Fall bei diesem Vieh permanent Damage drücken. Zumindest mit Duran. Und die anderen müssen quasi dafür sorgen, dass wir immer full heal sind. Kommt er an?
Angriff, alles klar. Der dürfte nicht so stark sein. Aber der macht trotzdem so viel Schaden, obwohl wir eine Abstimmung drauf haben. Ne? Stoßwirbel. Gepäck, Fokus-Tambourin, Multiheilung. Das hätte auch mal eher wirken können. Aber Jengis ist ja lang. Aber siehst du, durch die Multiheilung kriegen wir so wenigstens in der Runde. Ah, da ist die Eiswelle. Scheiße. Ganz schlecht. Gar nicht gut. Okay. Dann würde ich sagen, machst du mal eine Mega. Obwohl. Ja, doch, du heilst. Jengis benutzt mal Hemmspalter und du musst auf jeden Fall eine Mega-Stärkung drücken. Allein schon wegen seinen normalen Angriffen halt. Ne? Und die Mega-Heilung ist halt zu absichern. Das funktioniert gar nicht. Oh, gar nicht gut. Warum pennen jetzt beide? Hab ich nicht irgendwas? Halt Schlaf. Ja, muss ich so machen. Und wieder Eis. Oh mein Gott, ist das stark. Ach du Scheiße. So. Okay, bleibt nicht viel übrig. Du musst eine Mega-Heilung springen lassen. Helmspalter, Zauber-Mega-Stärkung, Zauber-Abschirmung. Damit wenigstens das Eis nicht mehr so wahnsinnig viel Schaden macht. Okay. Oh, das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Helmspalter. Multiheilung. Warte. Nee, nee, nee. Gepäck, Gelehrtenstein. Multiheilung. Und Beschleunigung. Ich versuche mal mit einer Beschleunigung ein bisschen was zu deichseln. Das ist gar nicht so schlecht. Ach ja, komm, kritte doch. Oh, fuck. Zauber, Wiedergeburt, Jengis. Du warst wach, es könnte zu spät sein dafür, aber wenigstens ist Jengis wieder da. Hier ist nicht schlimm, die Eiswelle ist in Ordnung. Hier steht noch, sehr gut. Sehr gut. Vollheilung für dich. Du haust drauf, du machst mega Stärkung. Das ist gar nicht so einfach, du musst echt überlegen. Bei dem musst du echt überlegen, ey. Weil ja mittlerweile alle auch schon diesen scheiß hohen Damage machen. Okay, dann greifst du auf jeden Fall an. Drachenseele, Helmspalter, Zauber, Vollheilung für Dubai. Damage drücken. Regelmäßigen Damage drücken. Okay, das ist gar nicht gut, dass der jetzt dran ist. Okay, das ist in Ordnung. Alter. Was für ein Crit-Schaden der auch macht, ey. Zwei. Ich würde mal sagen, eine Runde Konzentration ist drin. Helmspalter, Vollheilung und Abschirmung. Super. Also wir sind permanent auf hohem Life, aber es interessiert gar nicht, weil der Typ mit einem Crit kann der zwei meiner Charakter töten. Das ist einfach zu krass, ey. Drachenseele. Helmspalter, Vollheilung. Schlag das Fokus-Tambourin, Jessica. Ah, hättest du jetzt auch mal eher machen können. Sehr schön. Guter Schaden. Und tot. Und tot. Und genau das ist das große Problem, was hier passiert. Oh fuck, ich hab gar keine.
Oh fuck, ich habe gar keinen Insta. Oh scheiße, ich habe eine neue Chance. Oh nein, was? Scheiße. Ja. Okay. Aber halt ziemlich nur mit Half-Life. Der hat gar keine Wiedergeburt, unser Duran. Das ist uncool. Nice! Oh, da liegt er. Und Jessica liegt auch da. Erstmal pennen. Ah, 4 Talentpunkte. Zack. Ein Talentsam. Juhu. Cool. Okay, auch den haben wir besiegt. Ja, ja, wir wissen, was du sagen willst. Du sagst immer das Gleiche. Ich weiß, eine Belohnung. Und ich möchte gerne die Rüstung. Ja, das Schwert, das bringt eigentlich auch nur was, wenn wir Schwertskill schon 100 hätten. Ansonsten ist das jetzt einfach wertlos. Also nicht für uns zu benutzen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Very well. Farewell, my little boys. Asshole. So. Abflug. Somit haben wir auch die nächste Prüfung geschafft. Finde ich gut. Nicht Attribute, Gepäck. Du, Beutel. Dragoviana-Rüstung. Transfer für Duran. Silberpanzer. Und... Gut. Und dann können wir jetzt bei Duran den... da die Flüssigmetallrüstung nehmen. Und sie... ja, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, Angelo braucht sie dringender. Und die heilige Rüstung von Angelo könnten wir vielleicht... die kann Yang jetzt nicht gebrauchen. Schade. Naja, gut. Magie, Duran, ach Quatsch, Wiedergeburt. So. Ja, Freunde, haben wir das auch geschafft, ne? Ich würde sagen, 2 Drachen in einem Part ist schon ein sehr, sehr nicer Schnitt, den wir wahrscheinlich nicht wiederholen werden. Weil die nächsten 2 Drachen schon ein ganz anderes Kaliber sind. Na, Typi. Oh, ich bezeichne euch als Meister. Ja. Ne? Ist klar. Nom, 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 nom. Ihr seid der Meister. Ich bin nur ein kleiner Stüpi. Überlegen, wie ich das jetzt mache. Versuche ich die Drachen bis zur, also bis ich die Belohnung habe, um alle noch zu machen. Das wären ja noch 3 Drachen. Der Gold. Der kommt jetzt, dann kommt der Finsterstein und dann der Himmels-Dragon. Versuche ich die zu machen und sage dann im Anschluss, es wird gelevelt? Nee. Ja. Wäre sinnvoll, oder? Naja. Wir sehen mal weiter. In dem Sinne sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.